So, meine Damen und Herren, wir kommen zum Streamende. Und zum Streamende, ne, braucht man ja, ihr kennt das ja von Discos, da nimmt man ja meistens Songs, um die Leute wegzu... Ne? Ihr wisst schon. Dann mal dazu sagen, dass zu Hause auch ganz schön ist. Und da passt dieses Meisterwerk auf jeden Fall. Erstmal falscher Bunnyhase. Und jetzt spielen wir Polonaise, unterlegt von An der Nordseeküste. Knaller. So, auf geht's. So, ob die Fische jetzt im Wasser sind, das ist mir relativ egal. Ja, Snake als Polonaise ist sogar eine, was eine coole Idee. Muss ich die anderen jetzt da abholen? Du kannst das nachholen. Du kannst das Trinken nachholen. Komm. Was steht da? Was? Schicken Rechner mit der Telefonstrippe? Was steht da? Hä? Helau, der Pappnasenknilchen. Was steht denn da für ein Unsinn? Worum es hier geht. Daher hat es eigentlich... Warte mal, kann ich den stoppen? Nein, natürlich nicht. Aber was macht in diesem Spiel schon Sinn? Während du diesen Scrolltext liest, vergeht übrigens kostbare Zeit und Klaus ist wahrscheinlich eh schon in die nächste Sackkarre. Sackgasse gegangen, gerannt. Ach, ich spiele Klaus. Viele liebe Grüße an... Körster Feinweier, frohe Ostern. Ja, passt ja fast noch. An den King Anhaltner und an alle anderen. Den untergroßen DSA-Magier, Talle und Mause, die Post in Witten. Den Kleinen mit dem großen Ausred. Post in Witten, auch hier persönlichen Gruß. Ich glaube, wir sind da mal vorbeigefahren. An der Post in Witten. Es gibt ja noch eine Post in Witten. Telefonstrippe und im Großen und Ganzen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man den dünnen Klaus oder den dicken Klaus, der ja jetzt nicht mehr, ihr wisst ja, ist ja nicht mehr, ne? Seit Dschungelcamp ist der ja auch nicht mehr und, ne? Also wir sind so richtig auf dem passenden Niveau. So, jetzt hier alle. Wer übrigens das Original hat, weiß, wie das heißt, weil ich weiß es nicht, weil das ist nicht original. Ich glaube, das haben die Briten irgendwie für irgendwas missbraucht. Das habe ich irgendwo irgendeiner, weiß ich nicht, glaube ich, von der Premier League oder irgendwas gehört und dachte mir, die spielen ja höchstwahrscheinlich nicht Klaus und Klaus. Also, gut, Briten kann man ab einem gewissen Alkoholpegel alles zutrauen, aber... Oh, was haben wir denn jetzt? Oh, jetzt haben wir Polonaise. Ah, unglaublich. Gottfrieds Wenderhals oder Werner Böhm. Jawohl. Okay, das ist doof, so geht das nicht. Wild Rover ist das Original? Und dann fängt das wieder mit der Nordseeküste an. Hör mal, jetzt will ja auch alle Songs hören. Vielleicht kommen wir noch nach Blue Dabadi oder so. Oder Dragostea Tintei. Okay, das war auch doof. Oder Macarena oder irgendwelche. Oder der Ketchup-Song oder irgendwelche. Was gibt's denn noch so an nervige Song? Griech. Komm, nichts gegen Udo Jürgens. Nichts gegen Udo Jürgens.
Nana Muscuri, jawohl. Das war aber nicht mit Eulen nach Athen, ne? Das war... Wieso muss ich den Level jetzt nochmal wiederholen? Wenn du bei JBO bist, da kommst du ja gleich mit eisgekühlter Bommelunder mit toten Hosen. Also jetzt... Jetzt haben wir aber bitte... Bisschen Niveau haben wir selbst hier, also. Hallo. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Weiß man denn noch, was hier für Musikstücke gibt? Es wird kaum auf Lemmen stehen, hier haben wir eh keine Ahnung, aber... Vielleicht gibt es einen C64-Wiki-Fanclub oder so. Der sagt hier Polonaise, geil. Sperre ich mich ein? Natürlich sperre ich mich ein. Das macht sogar Laune. Der Rhythm Lord hat wieder seinen Expertendrang frohlockt. Ach, wir sehen das auf der Magic Disc noch mal wieder. Das ist ja schön. Dann können wir es auch durchspielen. So, ich habe jetzt aber auch ein bisschen so die Nase voll von Mambo Number 5. Danke. Ah, was macht gerade aktuell Lou Bega? Grüße hier. Oh, Crazy Frog. Jetzt wird der Hyrule-Tugum-Lord aber widerlich. Einzige Sit? Ja, aber hast du ja gerade gehört. Polonaise ist ja auch drin. Vielleicht muss man es einfach durchlaufen lassen. Und selten an Land. Das ist doof, was ich hier mache. Ja, ne? Wenn du Durex-Werbung hast, du weißt doch, es gibt doch gewisse Leute, die sagen, der Deutsche schnackselt zu wenig. Also, so gesehen... Karneval-Content. Ja, auch im Karneval kann man mal eine Pappnase über so eine kleine Pappnase stülpen. Hab ich super ausgedrückt, ne? Super ausgedrückt. Brand safe, wie das so schön heißt. Wie macht man das denn? Verstehe ich nicht. Wie schafft man den Level denn? Das ist ja schon fast... Das ist ja fast schon ein Riddle. Okay, den kriegt man hin. Ah, doch, geht. So, der Lycolaf ist jetzt gerade sowieso schon am Feiern, wenn schon Musik aus seiner Heimat läuft. Ach,
der macht auch so rumtata, rumtata. Warte mal, ich muss mal eben kurz einmal Unsinn ausprobieren. Der macht auch einen Hallermarsch und dann rumtata, rumtata, rumtata. Tatsächlich. So, ich mach mal Folgendes. Ich will mal auf jeden Fall... So, komm. Nordseeküste. Ja. Alles schön. 5 Tage später. Die fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, wie geil! Ey, meine Fresse, die haben mir alles gegeben. Alter, das Lustige ist, bei den Vollhacken, die dann, was weiß ich, am Rosenmontag schon irgendwie, was weiß ich, um 9.30 Uhr schon gefühlt 9,3 Promille Intros haben, ey, die würden das völlig feiern. Das ist so unglaublich, ey. Komm, hier. Der Heretikum Lord, der weiß das. Der kommt aus der Ecke. Wo die Leute zelebrieren hier. Die wissen das vielleicht gar nicht, dass Witten eine unglaubliche Karnevalshochburg ist. Was kommt denn nur noch? Das will ich jetzt wissen. Der Ententanz. Alter! Das ist der lebende Albtraum für irgendwelche komischen, total irren Partys. Ich glaube, das ist der Soundtrack. Und du machst die Disco leer. Alter, das ist ja sensationell. Das Ding hat 4 Songs, wenn du so willst. Du willst ein Playthrough. Ja gut, wir werden das Ding ja sowieso nochmal sehen, wenn wir die Magic Discs machen. Aber es, für den Soundtrack haben die sich echt Arbeit gemacht, ne? Und wie gesagt, das Game ist noch nicht mal schlecht. Sensationell, sensationell. Das ist das, wenn der Deutsche feiert. Dann kommt genau sowas raus. Ja gut, Vorsicht. Dann hätten sie wahrscheinlich noch Malle-Hits verbraten. Irgendwie Pizza Hut und was weiß ich noch was. Und Finger in Po in Mexiko und sowas. Aber... Oder habt ihr noch irgendwas? Oder das rote Pferd oder was war das? Die ganze Schlagerrotze. Und der Herr Rettung kennt meinen Musikgeschmack. Ich kenne mich da wirklich nicht aus. Aber... Ich will ein Polonaise 2 bis 9. Komm, einmal noch hier. Anton aus Tirol. So, komm. So. Jetzt legt der Hieratogum erstmal richtig los. Ja, mit dem Song kann man es eigentlich nur beenden. Das ist eigentlich schwer zu toppen. Ja, Polonaise. Ah, sensationell. Unglaublich, ey. Ja, geht in Ordnung. Und der Soundtrack ist ja...
Also, ich meine, gut, das ist ein Soundtrack, den kannst du nicht ertragen, wenn deine Promillezahl nur einstellig ist. Aber stellt euch das Game mal vor, bitte so, ich sag mal, ihr habt das ja, ihr seid ja sicherlich auch hier aus, Antonia aus Tirol würde ich sofort mitspielen lassen, aber was meinst du, was das für die Quote bedeutet? Aber mal ohne Scheiß, ne? Also das ist so wirklich hier für, was weiß ich, für irgendwie die, also gut, für die Rentnergruppe, die das so im Allgemeinen guckt, die sollte das nicht tun, weil die würde das nicht überleben diesen Abend. Aber für die anderen, vielleicht kann man daraus einen TikTok-Trend machen. Was weiß ich, den Polonaise Puzzle-Pong oder so. So nach dem Motto, komm, ne, du machst ein Level, schaffst du nicht, musst du einen heben. Ich glaube, das wird ein Knaller. Kommt der nächste Song nochmal. Apropos, wo wir gerade der Ententanz läuft. Helau ist Düsseldorf, ne? Nicht Köln. Da merkt man, ich habe keine Ahnung davon. Weil, ihr wisst ja, die Hochburg des Karnevals, das haben wir gerade gelernt, ist Witten. Denn in Witten, da sind die größten Gebäude. Richtig. Ja, Hesseland, ne? Also eigentlich, ne, ist ja, ne, Mainz, Frankfurt, Mainz, Düsseldorf, Köln, ne? Besonders an der Wittener Post, genau. Die, glaube ich, tatsächlich am Wittener Bahnhof ist, glaube ich. Und da waren wir ja auch mal. Da mussten wir zu irgendeiner komischen Veranstaltung. Die war total super, das weiß ich noch. Und das war nicht mitten im Kriegsgebiet von Krefeld. Das werde ich auch nicht vergessen. Also wenn ihr mal irgendwie, weiß ich nicht, theoretisch postapokalyptische Sachen treffen wollt. Ich mache mich jetzt mal wieder beliebt. Wenn ihr das einfach mal besuchen wollt, biete ich euch Ecken von Krefeld an. Da kannst du heute noch, weiß ich nicht, den Robocop drehen und musst nichts verändern. So, nur mal so als kleiner Tipp. Ah, Polonaise. Wir sind raus.